Erneuerbar, sauber und zuverlässig. Das sind die zahlreichen Wasserkraftwerke im Bundesland Salzburg, die tagtäglich dafür sorgen, dass Strom aus der Steckdose kommt. Aber ohne das Zutun von zahlreichen Experten wäre das nicht möglich. Also wir als Maschinenbau Partien sind Teil der Business Unit Energietechnik und unsere Aufgabe ist die Instandhaltung der Wasserkraftwerke in der Salzburger AG. Also wir arbeiten in Partien, da gibt es einen Partienführer, Partienmitarbeiter für die Turbinen und für die Generatoren. Und dann haben wir noch eine Turbinenwerkstätte in Bruck und dort gibt es Zerspannungstechniker, Werkstattleiter. Im Kraftwerk Strubklamm in Feistenau finden seit einigen Wochen Revisionsarbeiten an Turbine und Generator statt. Und unsere Aufgabe dabei ist die Inspektion der Kraftwerksmaschine, was nichts anderes ist als wie die Durchsicht, die Beurteilung des Zustands und ganz, ganz wichtig, den Tausch der Verschleißteile. Rund alle 10 Jahre findet eine Revision statt. Partieführer Stefan ist vor Ort für den reibungslosen Ablauf verantwortlich. Meine tägliche Geschichte ist eigentlich Arbeitseinteilung, schauen, dass die Baustelle läuft, dass die Termine halbwegs zeitgerecht eingehalten werden. Herausforderung natürlich auch, die Leute so ins Arbeitsgeschehen mit einbinden, wo ich weiß, okay, passt, ich kann mich darauf verlassen. Sie machen das, was zu machen wäre. Und natürlich, dass ich sagen kann, hinten nach, wir haben alle miteinander gute Arbeit geleistet. Stefan Hochstaffel ist gelernter Elektriker und Maschinenbauer. Er ist zuständig für den Generator. Ich bin in der Firma, in der Generatorinstandhaltung tätig. Da machen wir Inspektionen, Revisionen, verschiedenste Messungen und Prüfungen am Generator. Besonders wichtig in seinem Job ist Genauigkeit. Ja, als kleine Fehler können sehr große Auswirkungen haben. Deswegen muss man so achtsam sein, was man genau macht und auch mit dem Kopf dabei sein. Trotz vieler Herausforderungen bringt der Job auch viel Freude und Abwechslung mit sich. Mir taugt, wenn die Maschine wieder zusammengebaut ist, dass man manche Sachen verbessert haben, das besser läuft wie vorher und alles so läuft, wie es sein sollte wieder. Ich darf einmal sagen, schon im Großen und Ganzen, erstens haben wir eine super Firma, also wir haben einen super Background. Die Vielseitigkeit im Ganzen, weil wir nicht nur jetzt die Revisionen haben, sondern auch dann im Sommer die Sommerarbeiten, wo wir halt auch mal in der Natur sind und nicht nur im Krafthaus. Und ich glaube, das macht den Job relativ interessant und auch abwechslungsreich. In der Kraftwerksinstandhaltung arbeiten die unterschiedlichsten Personen. Angefangen von Lehrlingen bis hin zu Kollegen, die eine Lehrabschlussprüfung haben, die was einen Meisterabschluss haben, einen HTL-Abschluss. Wir sind ungefähr 24 MitarbeiterInnen in unserer Abteilung. Und speziell eben aus den beiden Bereichen Maschinenbau und Elektromaschinentechnik, Mechatronik. Ich glaube, für unsere Arbeit muss man sehr genau arbeiten, sehr strukturiert arbeiten. Und zudem wünschen wir uns natürlich Teamfähigkeit, Kreativität für innovative Lösungen. Wenn Sie sich für einen Job bei der Salzburger AG interessieren, dann klicken Sie gerne auf www.salzburg-ag.at/karriere.